Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Money-Man-Bahn. Wir sind nun endlich bei einem Viertel angekommen von unserer 100-Tage-Challenge. Also heute ist der 25. Tag und der 10.10. Und ja, also ich habe festgestellt, dass ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen zusätzlich üben müsste, sollte, tue, würde, weil so ein, zwei Spiele am Tag reichen anscheinend doch nicht ganz. Also ich werde das versuchen, mal dann nebenbei auch ein paar Tage einzulegen, wo ich ein bisschen länger spiele. Und die Spiele werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen. Ihr kriegt wahrscheinlich dann immer nur die ein, zwei Spiele zu mir zu sehen. Wie immer, die Standardsachen halt. Und ja. Aber erstmal gucken wir mal, wie wir uns gegen Zerg schlagen. Ich möchte jetzt auch am Wochenende vielleicht mal wirklich mal gucken, ob ich ein paar neue Builds rausfinde. Also hübschere Builds, bessere Builds. Gegen Terraner oder gegen Zerg. Ich habe auch ein bisschen mich noch ein bisschen belesen und so, wie man jetzt auch das Tropfzeug verteidigt von Terranern, und da gibt es einiges zu beachten. Und ja, ich weiß nicht, ob ich da irgendwann mal ein Video bringe, das euch helfen könnte oder so, aber vielleicht in Zukunft. Vielleicht kommen in Zukunft mal wieder ein Video hier mit Tutorials, ein paar Hilfen und allem drum dran. Ansonsten versuche ich es halt zu erklären, wenn ich jetzt hier normal spiele. So, wir spielen gegen Zerg. Das ist heute mein erstes Spiel. Es ist ja auch schon ziemlich spät. Und wir haben es gerade verkackt. Weil ich wieder viel zu viel labere. Also wir haben vergessen, unser Gate zu bauen. Aber das ist nicht dabei der Will. Ja, vielleicht doch. Weil da kommt unser Kern zu spät. So, wir haben einen normalen Bild, so wie es ausschaut beim Zerg. Da kann man halt mal versuchen, mal wieder verarschen beim Kennenrush machen. So, wir bauen aber erst das Gate. Und dann faken wir den Kindern wahrscheinlich. Ne, du kannst nicht unten bleiben. Ja, scheint auch ohne Pylonen gut zu funktionieren. Tja, jetzt müsst ihr aber eigentlich gesehen haben, dass ich überhaupt nichts in die Richtung habe. Deswegen ist mir das ein bisschen bewusst, was er da so macht. Wir brauchen uns auf jeden Fall gleich unser. Wo werden wir gebraucht? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Najakar Minar. Hor Salah. So, wir brauchen wir unser Robo. Ich bin. Die Kämpfer rücken vor. Für den Ruf. Aha, man hat schon eine so dritte. Soll es geschehen. What the die fuck? Schlacht wartet. Vorwärts. Nur die Gläubigen zünden nicht. Die Erstgeborenen werden siegen. Unser Denken gleicht sich. Niemand kann uns auf. Gut, dann machen wir einen Two-Base All-In raus. Diese Greedy ist, soll doch bestraft werden. Forschung abgeschlossen. Okay.
schon gebaut, ihr habt schon gebaut. Zirkel des Zwielichts. Und nehmen wir gleich das Adepten-Upgrade mit. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. So viele Echsen zu setzen und dann trotzdem nicht. Ich mach mal hier einen Overlord, ja. Den Overlord. So, und wir bauen wieder Gates. Kann das eigentlich abbrechen? Also viel Gas brauchen wir nämlich nicht. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Gates. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir schon. 7. 8. Und jetzt werden da Depp geboostet. Hat ein paar Linge. Ist nicht so weiter wild. Gucken wir, ob wir Mutas kommen. Tja, hab ich nicht Warprism gebaut? Hab ich nicht. Die Erstgeborenen werden Also wenn das Warprism da ist, dann geht's los. So, anscheinend hat er noch mehr Gates gebaut, noch mehr Sachen gebaut. Das wird aber jetzt gleich zum Gefängnis werden. Also noch mehr Echsen hat er, glaube ich, genommen. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Gut, das hat er noch nicht, aber Banelinge, da muss ein bisschen aufpassen. Ehre den Dailam. Ja, das war's, würde ich sagen. GG. Da war er zu greedy. Das lasse ich nicht durchgehen. Da hat er zu schnell zu viel gewollt. Das war ein D1 Meisterspieler, okay. Na gut, okay. Was haben wir denn jetzt eigentlich mit MMR? Ach, wir sind noch über 4000, zum Glück. Also ich weiß nicht, was er damit wollte, also von die Boomlinge, das war ja wohl ein absoluter Witz. Die hat er total gewastet. Der war zwar jetzt ein Echo ganz schön weit oben, aber armeetechnisch ganz schön weit unten. Aber ich denke mal, ich musste diesen Push bringen, weil sonst wäre er viel weiter vorne gewesen. Aber naja. Gucken wir mal, was geht's. Oh, Terraner. So, wir versuchen Terraner fertig zu machen. Das ist jetzt das Ziel. So, Glacke fahren. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, mal schauen, ob wir es jetzt heute mal gegen Terraner schaffen. Ihr habt
nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich hoffe mal, dass es ein Terraner, der nicht so viel Stress macht. Und ich muss mal gucken, ob ich irgendwie noch was Fliegermäßiges bauen kann. Alles Standard, kein Proxy. Oh. So, den dritten Pylon baue ich hier unten. Ich nehme mir auch den Sack. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Sehr schön. Oh, leider können wir den nicht killen, weil wir es im Arsch haben. Eure Sonden werden angegriffen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ah, der Reaper ist da. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich darf nicht vergessen, immer mal Worker zu bauen, also. Ja, ich bin hier. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Was? Der Reaper hat mich nicht erwischt? Hier ist er. Was ist euer Begehr? Ganz wie ihr wünscht. Das ist schon sehr eigenartig. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Nicht genügend Minuten. Ich bin hier in den Schatten. Wir bleiben. Ich bin der Stimme der Finsternis. Kann wieder komplett zurückgehen. Kalt ist die Leere. Schon an nichts gekriegt. Das ist euer Beginn. Ich Ich zwar nicht zu meinem Bild, aber ich baue trotzdem Stargate.
So, und danach bauen wir wieder Kolossis. Shit. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Was es noch nicht gesehen hat. Eure Sonden werden angegriffen. Ah, da ist der Tropfen. Ich bin hier. Ich bin schon. Was ist nur? Ihr seid mich angewiesen. Was sind hier? Jetzt die Dinger. Stimme der hier eine Locke gehabt, ja, da ist er. Das Problem ist, ich sehe halt nichts. Also könnt ihr jeden Moment pushen und ich sehe gar nichts. Sag ich's doch. Ich bin hier in den Schatten. Wer war da nicht Kural? Ach, habe ich mir gerade mein eigenes Zeug gekillt? Ja, habe ich. Wir werden Rache üben. Mineralienfeld. Ich bin hier in den Schatten. Phasenkristalle aufgeladen. Ihr habt mich. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Prismakern online. Phasenkristalle aufgeladen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin schon. Oh, ist das wieder sehr anstrengend, Terraner. Wir werden Rache üben. Ihr habt nicht genügend Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Upgrade durchgeführt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
So. Zaubern. Jetzt brauche ich mehr Gas, scheiße. Nicht genügend Energie. Ja, nicht genügend Mineralien. Koloss, vierten Koloss wäre schon nicht schlecht, ne? Nicht genügend Mineralien. Ihr will, ihr habt nicht genügend. Mineralien fällt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das ist so unfair mit den Dingern, ey. Bleib hier. Oh, wie ich die Dinger hasse. Oh, die sind so immer, diese Teile, ey. Ah, GG. Oh, ohne Scheiß, die Felgen sind einfach immer. Und ja, ich reg mich jedes Mal darüber auf, weil die einfach broken sind. Die sind absolut broken. Kann mir erzählen, was er will, die sind einfach scheiße. Naja, eins spielen wir noch. Eins spielen wir noch. Ich spiele jetzt was ganz anderes, wenn ich gegen Terraner spiele. Kolosse sind absolut scheiße. Terraner. Ich kann mich nur drüber aufregen, einfach. Tanks spielt keiner mehr, brauchst du auch nicht. Oh, schon wieder Terraner, ey. Das reicht, das fliegt Flieger. Geht ja nicht anders. Aber dann hat er Marines. Drop da, drop hier, Marines, Falcons. Das ist nicht schön zu spielen gegen die. Absolut überhaupt nicht schön. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Flipsen sie Fängs noch, wenn sie ihr komisches Upgrade haben, wo sie dann übelst weit wechseln auch noch. Und ich kann nicht jedes Mal Blink spielen, Terraner. Das ist absolut broken, das Spiel gerade. Hat alles verkackt.
spielst gerade wie ein Anfänger, ey. Ich habe nicht mal gescout, ob Gas ist, also das wird wohl nur schwer hier in dem Spiel. So, ein bisschen Stalker-Krone boosten, weil ja ein Reaper gleich kommen könnte. Schon haben wir eine Sonde verloren. Naja. Alles nicht sein müssen. Jetzt geht er wieder drauf. Hab ich meinen Tag nicht gesehen. Ich wurde eigentlich. Naja, egal. Ich bin hier in den Schatten. Stalker. Forschung abgeschlossen. Dimensional. Ihr benötigt. Ihr habt nicht genügt. So, machen wir gleich ein paar Gates. Ja, sonst sieht es schlecht aus für uns. So, gegen Drops sollten wir jetzt eigentlich safe sein, aber wahrscheinlich werden wir gleich überrannt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das Zeitfenster ist klein. Ihr müsst zusätzlich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Der Weg ist klar. Geil! Die Sterne stehen gut. Dimensionalstränge abgestimmt. Nasuktal. Ich verstehe. Ich bin hier in den Schatten. So, wir brauchen auf jeden Fall eine dritte. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ist doch gerade gebaut. Zusätzliche Pylonen bauen. Charazul, du Tempel. Ein Omen. Extrapoliere Stränge. Unsere Schicksale sind vereint. Der Weg ist klar. Die Stirn stehen gut. Nase teil. Wir deuten. Es ist vorherbestimmt. Ich verstehe. Teleportation erfolgreich. Ich bin hier in den Schatten. So, wir brauchen noch viel mehr Gates.
Und Upgrades. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt ein Omen? Na, so klar. Okay, kommt. Das Zeitfenster ist klein. Ja, ich bin hier in den Schatten. Es ist vorherbestimmt. Sie brechen durch! Lasst uns beginnen. Pylon wird angegriffen. Ich bin hier in den Schatten. Kann doch nicht sein, ey. Na, endlich. Das Meer. Hier müssen hier runter. Das brauche ich mir. Mehr Gas. Ach man. Hat nicht so gut. Ach, jetzt geht's schon wieder los, ey. Was ist euer Beginn? Schwingen der Gerechtigkeit. Für die Ehre, den Sieg entgegen. Anan Borgal, ich durchstreife die Galaxis. Na, aber rasch. Teleportation erfolgreich. Ihr benötigt mehr des Fingers. Das ist schon erforscht, nein. Mein Leben für Ayur. Mehr Gates. Mehr Pylonen. Leben für Ayur. Warpfeld online. Nicht genügend. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Basis. Teleportation erfolgreich. Ach, das reicht natürlich nicht. Basis angegriffen. Natürlich reicht's nicht.
Jetzt habe ich Colossal Storm und so Scheiß gebraucht. Sie brechen durch! Mein Leben für euch! Forschung abgelehnt. Nicht genügend Energie. Warum geht er jetzt wieder zurück? Ich ver. Hast du eigentlich gewonnen? Mein Leben für Ajur! Unsere Gedanken. Ich hab so wenig Gas, ich hab so wenig Gebäude. Upgrade durchgeführt. Ihr benötigt mehr Wissen. Kassar, die Templer. Mein Leben für Ajur! Hä, hey, warum hat er mich jetzt nicht gekillt? Mein Leben für Ajur! Kassab! Mein Leben für Ajur! Verstehe ich nicht gerade. Will er mich unbedingt noch Storm Wissen sehen oder was? Ihr benötigt mehr Vespingas. Mein Leben für Ajur! Mein Leben für Ajur! Ulak Natal. Kassar de Templari. Ich füge mich. Meine Aufgabe. Mein Leben für Ajur. Ihr benötigt. Ihr müsst zusätzliche Küken. Mein Leben für Ajur. Mineralienfeld erschöpft. Da steht er. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich nahm euren Ruf. So diene ich. Keine Chance. Entaro, hast du überhaupt keine Chance gegen Terraner? Spielt er mit mir oder was? Ihr habt Licht, ihr benötigt mehr Vespingas. Wir sind Mineralienfeld erschöpft. Naja, GT. Ist ja gut, immer Terra. Oh. Warum spiele ich auch gegen dir ein Spiel in der Zeit, ja? Ich bin mittlerweile im MMR von Dia 3 angekommen, wa? Nee. Kann doch nicht sein, ey. Also gegen Terraner komme ich nicht mehr an. Ich weiß nicht warum, aber ich komme einfach nicht mehr dagegen an. Es ist einfach... Keine Ahnung. Der ist irgendwann so weit vor mir. Tja, ich weiß es nicht. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschö, tschö. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschö, tschö.